Am Samstag wurde im Veranstaltungszentrum Golfpark in Dessau-Roßlau das Nauruz-Fest gefeiert. Der 21. März steht für die Kurden als Beginn eines neuen Jahres und ein Tag, der für die Kurden wie kein anderer für den Wunsch nach Frieden und Freiheit steht. Organisiert vom kurdisch-deutschen Verein Sachsen-Anhalt und dem multikulturellen Zentrum waren alle Kurden aus der Region dazu eingeladen. Der Nauruz-Fest ist auch ein Fest der Befreiung, der Tag der Abhängigkeit, dass die Türken kämpfen für ihre Rechte, dass die auch in Frieden und in Freiheit leben. Die Kurden in Irak sind eine Minderheitengruppe oder in Türkei oder in Iran. Darum ist das, die kämpfen für ihre Rechte, also dass sie ihre Sprache sprechen dürfen, dass sie ihre in den Schulen besuchen, in ihrer Sprache auch sprechen und unterrichten. Das ist natürlich ein Tag, hat einen symbolischen Charakter. Und es gibt natürlich auch andere Nauruz-Feste in Iran, die feiern das als Tag der Anfang des Jahres, ein neues Jahr. Und für die Araber in anderen Städten ist es Nauruz-Fest, ist es auch ein Tag der Frühling. Das ist die Frühling- und Sommeranfang. Das ist natürlich, jeder feiert auf seine Art und Weise, aber Nauruz-Fest ist ein kurdisches Fest und das ist ein Symboltag für Kurden. Die Gäste erlebten das kurdische Neujahrsfest und ließen sich von musikalischen und kulinarischen Spezialitäten verwöhnen. Unter den Gästen auch Shame Otman, die zur Tanzgruppe gehört. Für sie ist dieses Fest ein wahrer Höhepunkt im Jahreskalender. Ich finde an diesem Fest das Schönste, dass hier alle musikalisch beteiligt sind und alle auf ein Fest mitfeiern. Also wir tanzen erst die Nationalhymne vor und danach tanzen wir nochmal einen Tanz, den wir selber erstellt haben, wir selber dann immer tanzen und Choreografien dazu machen. Ja. Und das üben wir dann. Wir sind in diesem Jahr nur Mädchen, letztes Jahr waren es ja Mädchen und Jungs, in diesem Jahr sind es nur Mädchen. Für viele hier lebenden Kurden war dieses das erste Nauruz-Fest, das sie im Ausland und seit langer Zeit in Frieden feiern konnten. So erlebten sie zusammen mit kurdischen Künstlern einen wunderschönen Abend unter dem Motto Singen für den Frieden. Und doch waren die Gedanken bei einigen Gästen immer wieder bei den Angehörigen, die im Moment im Syrien-Konflikt um ihr Leben bangen. Das Veranstaltungszentrum Golfpark war einmal mehr der passende Austragungsort, ist diese Festveranstaltung doch die Zentrale für Sachsen-Anhalt. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.